Präsentiert von InDesignPodcast.de, Ihr Profi-Cast für Layout und Design. Um mit InDesign erfolgreich arbeiten zu können, müssen Sie immer Absatzformate verwenden. Und deswegen ist es natürlich schlau, wenn man auch bei den Absatzformaten noch ein paar Tipps und Tricks kennt, die einem das Leben erleichtern. Und genau hierum soll es in diesem Video einmal gehen. Ich habe hier zwei Absätze, jeweils mit einer Überschrift. Und schauen wir uns die doch einmal näher an. Hier habe ich das Absatzformat Überschrift grün. Und hier habe ich entsprechend den Fließtext. Wenn ich nun hier in diese Überschrift grün mehr hineingehe und mir das Ganze einmal näher anschaue, dann sehe ich hier oben direkt auf dem Bereich Allgemein wichtige Informationen, nämlich basiert auf. Da kann ich sehen, ob dieses Absatzformat von einem anderen Absatzformat Informationen geerbt hat. Ich sehe aber auch, was hier das nächste Format sein soll. Das nächste Format steht jetzt hier auf gleiches Format. Bedeutet, wenn Sie in einem Text drin sind, haben Überschrift grün ausgewählt und drücken nun die Enter-Taste, dadurch generieren Sie ja einen neuen Absatz, dann ist der nächste Absatz wieder vom Typ Überschrift grün. Wie wahrscheinlich ist es wohl in Ihrem Dokument, dass zweimal hintereinander eine Überschrift grün benötigt wird? Sehr gering, würde ich einmal sagen. Deswegen ist es hier sinnvoll zu sagen, das nächste Format soll vom Typ Fließtext sein. Klicken wir hier auf OK. Jetzt haben wir hier unseren Fließtext. Und hier in diesem Fall habe ich ein Beispiel gewählt, wo wir immer die Konstruktion haben, Überschrift, Fließtext. Nach diesem Erklärtext kommt immer die nächste Überschrift. Also immer Überschrift, Erklärung zur Überschrift, Überschrift, Erklärung zur Überschrift. Also stellen wir das jedoch entsprechend ein. Das nächste Format ist eben nicht wieder das gleiche Format, sondern ist eine Überschrift. Wir haben also jetzt hier das Ganze so als einen Kreislauf. Probieren wir das Ganze doch mal aus. Wählen wir hier ein Textwerkzeug und erstellen uns hier einen Rahmen. Und der erste Absatz ist sicherlich vom Typ Überschrift grün. Geben wir jetzt hier nun ein Überschrift 1. Nun drücken wir die Enter-Taste und Sie sehen, im Absatzformate-Bedienfeld kommt automatisch der Bereich Fließtext. Nun kann ich hier entsprechend tippen und nun kommt das so hin. Wenn ich nun wieder die Enter-Taste drücke, bin ich automatisch bei dem Absatz Überschrift grün und kann nun eingeben Überschrift 2 und so weiter und so fort. Das kann Ihnen bei Dokumenten, die so einen gewissen Rhythmus haben, wirklich sehr viel Arbeit erleichtern. Typische Beispiele dafür sind zum Beispiel, dass man eine Überschrift erster Ordnung hat, dann kommt eine Überschrift zweiter Ordnung, dann kommt vielleicht so ein Einleitungstext. Und dann kommt der eigentliche Text, sodass man das recht gut runterformatiert bekommt. Oder eine weitere Variante, wo man sowas gut gebrauchen kann, ist beispielsweise, wenn Sie ein Frage-Antwort-Spiel haben, so wie man das bei einem Interview hat. Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Immer wieder das Gleiche. Jetzt kann man das natürlich hier beim Eingeben so verwenden. Möglicherweise haben Sie aber bereits Text, der genau so funktioniert. Und genau das ist hier der Fall. Ich habe hier drei Textbereiche, die genau so aufgebaut sind. Überschrift, Erklärtext, Überschrift, Erklärtext, Überschrift, Erklärtext. Und nun kann ich hier mit der rechten Maustaste auf Überschrift grün klicken. Und dort kann ich jetzt sagen, Überschrift grün und dann nächstes Format anwenden wählen. Oder ich kann hier auch sagen, Überschrift grün und dann nächstes Format anwenden, Abweichungen löschen. In diesem Fall wäre das hier grob wie gesprungen, weil wir hier eigentlich noch keine Abweichungen drin haben. Aber ich wähle das hier jetzt einfach mal aus. Und dann kann ich hier entsprechend klicken und sehen Sie, wie schnell ich meinen Text formatiert habe. Und schwupps habe ich den kompletten Text in einem Rutsch formatiert, weil ich hier eben immer diese abwechselnden Punkte habe bezüglich Überschrift grün und Fließtext. Ich hoffe, Sie haben ein Gefühl dafür bekommen, dass man mit dieser alternierenden Variante sich viel Arbeit ersparen kann und dass es durchaus Anwendungsfälle gibt, wo diese Funktion sehr, sehr praktisch ist.